sehr interessant. Die Leute sind cool. Fand ich super. Cool. Sehr interessant. Es bringt einem von der Erfahrung her echt eine ganze Menge. Sowas macht man ja sonst auch nicht. Lehrreich, man hat Aha-Erlebnisse und es macht Spaß. Wir werden erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen, kurz besprechen, wie der Tag abläuft, mit wem die Teilnehmer es zu tun haben. Ja, und danach geht's raus auf den Platz. Da sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich selbst beobachten. Wie sitze ich in meinem Fahrzeug? Wie lenke ich es? Wo schaue ich hin? Wie reagiert so ein Fahrzeug, wenn ich die Fahrlinie verändere, weitere Abstände zu den Hütchen fahre, einfach die Fahrzeuge schon mal kennenlernen. Im weiteren Verlauf werden wir verschiedene Bremsübungen machen, auf griffiger Fahrbahn, aus verschiedenen Geschwindigkeiten, damit man sieht, was passiert, wenn ich mit so einem Traktor eine Vollbremsung machen muss und wie lang werden die Bremswege, wie stabil bleibt mein Fahrzeug. Abschluss des Tages wird also ein Abschnitt hier in unserem Gefällemodul sein, wo wir praktisch nochmal eine Kurvenfahrt mit einer Bremsung auf einem glatten Untergrund simulieren und da eben zeigen können, was macht der Schlepper, was macht der Anhänger, wer schiebt hier wen durch die Gegend, was passiert. Immer eine ganz spannende Geschichte. Ja, ich denke, es ist neben dem Fahrsicherheitstraining eine gute Geschichte, eine Fahrersicherheitstraining zu machen, um den Fahrer auch hier bei den Maschinen, bei den Anwendungen, gerade im Pflanzenschutz, die Schutzmöglichkeiten bzw. den Schutz der Fahrer hier auch mit in den Vordergrund zu stellen. Gerade in Zusammenarbeit mit der Firma BSF hat sich hier natürlich sehr gut angeboten, mit unseren Pflanzenschutzspritzen hier vertreten zu sein, um die Fahrer auch ein bisschen zu sensibilisieren, was die Thematik vom Fahrerschutz beim Pflanzenschutz betrifft. Ja, Anwenderschutz ist für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ein wichtiges Thema. Gerade in der Vergangenheit haben wir uns immer mit dem Pflanzenschutzhandschuh beschäftigt. Der Pflanzenschutzhandschuh hat sich bei den Landwirten durchgesetzt, er wird flächendeckend eingesetzt. Ein offener Punkt sind noch die Schutzmaßnahmen beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln. Dafür gibt es Kabinen. Und die Akzeptanz der Landwirte, in einer Kabine zusätzlich persönliche Schutzausrüstung zu tragen, ist äußerst gering. Und daher arbeiten wir daran, dass wir die Pflanzenschutzkabine Kategorie 3 oder 4 etablieren und da die entsprechenden Maßnahmen einleiten, dass die Kabinen auf dem Markt verfügbar sind für die Landwirte. Ja, Resümee ist, es war toll hier begeisterte Landwirte zu erleben, junge Landwirte, ältere Landwirte, die hier sehr engagiert und sehr konzentriert auch bei dem Thema dabei waren und die Gelegenheit genutzt haben, ihre langjährige Erfahrung oder Kurzerfahrung hier mal zu reflektieren, ja, und das Wissen auf den Prüfstand zu stellen, um auch neue Eindrücke hier kennenzulernen. Und hat Spaß gemacht, denke ich, vielen. Es wurde gelernt und es war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre, mit den Landwirten hier auf so einer Strecke unterwegs zu sein. BASF. We create chemistry.